Versorgungssicherheit. Salzburg plant mehrere tausend Baustellen im Jahr. Innovation, neue Salzburger AG-Plattform für die Energiebranche und neue Pumpe für die Versorgungssicherheit für Wasser in der Stadt Salzburg. Das sind die Themen und somit herzlich willkommen bei Salzburg aktuell. Wir starten gleich mit der regionalen Verantwortung der Salzburg AG, nämlich die Versorgungssicherheit für unsere Kunden aufrechtzuerhalten. Dass Sie 24 Stunden und das ganze 7 Tage die Woche uneingeschränkt Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation haben, planen wir Tausende oder mehrere Tausend Baustellen im Jahr. Wie diese Planungsarbeiten ausschauen und warum es immer zu ungewollten Baustopps kommt, das zeigen wir Ihnen jetzt. In der Stadt Salzburg gibt es 550 Kilometer Straßennetz. Zehnmal so groß ist das Leitungsnetz unter der Erde und es geht mit dem Zahlenspiel auch gleich weiter, denn im gesamten Bundesland verlaufen mehr als 25.000 Kilometer Leitungen, die von der Salzburger AG betrieben und gewartet werden. Das Leitungsnetz ist auch hier zehnmal größer als das Straßennetz und in etwa die Entfernung von Salzburg bis zum Mars. Jetzt aber zurück zu den Baustellen hier bei uns in Salzburg und angesichts der Größe des Leitungsnetzes verwundert es nicht wirklich, dass die Salzburg AG ca. 4000 Baustellen pro Jahr abwickelt. Baustellen sind Herausforderungen und Chancen zugleich für Anrainer, für den Verkehr in Salzburg und für die Planer wie hier am Herbert von Karajan Platz. Dieses Umfeld hat sehr viele Herausforderungen. Zum einen befinden sich hier zwei Hotels, zum anderen graben wir direkt auf dem Marktgebiet. Dass sich die Beeinträchtigung und wir alle in Grenzen halten, gibt es seit 2016 die digitale Baustellenkoordination. Plan Together, so heißt dieses Tool, hat nicht nur Vorteile für alle Nutzer, also Stadt, Land und die Salzburg AG, sondern bietet durch die Planbarkeit der Baustellen einen großen Nutzen für alle Salzburgerinnen und Salzburger. Hier werden die ganzen Bauarbeiten gebündelt. So wird vermieden, dass zuerst die Salzburg AG, anschließend die Stadt und noch der private Auftraggeber gleichzeitig zu graben anfangen. Herausforderungen gibt es aber trotzdem. Was uns sehr fordert, ist die äußerst kurze Bauzeit hier im Innenstadtbereich. Während der Osterfestspiele ist baufreie Zeit. Ebenso im Sommer, wenn der Tourismus Hochsaison hat, können keine Bauarbeiten stattfinden. Wir lösen dieses Problem hier durch maximalen Personaleinsatz. Hier wird an drei Stellen gleichzeitig gegraben, um so dieses Bauzeitfenster optimal ausnutzen zu können. Die Festspiele, ob Oster oder Sommer, sind aber nicht der einzige Grund, warum Straßen öfter aufgemacht werden müssen. Weil eben die Gasleitung und Wasserleitung, wie die Fernwärme- und Lichtwellenleiter an verschiedenen Stellen liegen. Und für die Provisorium teilweise müssen wir auch extra Grabungen machen. Und deswegen sieht das eigentlich so aus, dass immer öfters an den gleichen Stellen gegraben wird. Provisorien sind dazu da, dass die Kunden der Salzburg AG auch während der Baustelle 24 Stunden und 7 Tage die Woche versorgt werden können. Wer schon mal etwas gebaut hat, der weiß auch, wie schwierig so eine Baustelle sein kann. Wichtig ist die Planung, wie die Experten der Salzburg AG wissen. Beim Beginn einer Baustelle muss man einmal beachten, den Tiefbau, wie den Rohrbau zu berücksichtigen. Dabei macht man einen Bauzeitenplan. Dazu kommt noch, ob Provisorium aufgestellt werden müssen. Und dabei muss man den Tiefbau berücksichtigen, ob irgendwo Festspiele beginnen oder ob irgendwo Veranstaltungen sind. Und danach beginnt dann der Tiefbau. Kommen wir aber zurück zum Herbert von Karajan Platz, mitten im Herzen der Stadt Salzburg. Hier haben wir heuer noch so einiges vor, denn hier werden alle Sparten der Salzburger gleichzeitig erneuert. Nämlich Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Telekommunikation. Baustopp heißt es auch, wenn unter der Erde bei den Grabungsarbeiten etwas gefunden wird. Hier ist David Imre ganz vorne mit dabei. Er und seine Kollegen suchen nach römischen Artefakten direkt vor der Baggerschaufel. Also wir von der Firma ADIC Archäologischer Dienst arbeiten ganz enge mit der Baufirma GTB und der Salzburg AG zusammen bei diesen Innenstadtprojekten. Und das ist eine Hand-in-Hand-Kooperation, wo wir als Archäologen quasi immer vor dem Baggerlöffel mitschauen und unsere Baubefunde und Befunde bergen, dokumentieren und somit einen schnellen Arbeitsprozess ermöglichen. Und gefunden, ja, wird natürlich immer etwas wie hier römische Tonscherben, Münzen oder gleich die Grundmauern einer römischen Villa. Also auch etwas Indiana Jones Feeling hier bei den Grabungsarbeiten in Salzburg.
Alle Informationen, wo heuer von der Salzburger AG aus noch gegraben wird für die Versorgungssicherheit, gibt es wie gewohnt auf unserer Website unter salzburg-ag.at/baustelleninfo. Eine interessante Geschichte und nicht weniger interessant ist ein Projekt, das aus dem Innovationsprogramm der Salzburg AG entstanden ist. Gemeinsam mit dem Salzburger Startup der Data Science Agentur Cognify entwickelte die Salzburg AG die Plattform FlexPower Hub. Diese Plattform bringt viele Vorteile für die Energiebranche und erst kürzlich wurde die Software bei der eWorld 2020 in Essen vorgestellt. Die Energiemärkte werden durch die erneuerbaren Energien wie Wind- und Photovoltaikanlagen immer kurzfristiger und schneller. Man muss sich das so vorstellen: Wenn gerade die Sonne auf alle Photovoltaikanlagen in Österreich scheint und zum Beispiel gleichzeitig in der Nordsee der auffrischende Wind die Windräder zu Höchstleistungen treibt, dann gibt es kurzfristig eine Menge von Daten, die wichtig für den Energiemarkt und somit für den Handel mit Strom sind. Und hier kommt die neue Software der Salzburg AG und Cognify ins Spiel. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn das der Markt ist, an dem ich teilnehmen möchte, die Marktplattform, und ich bin der Marktteilnehmer, dann war es bis jetzt so, dass ich wirklich direkt manuell meine Gebote auf der Marktplattform eingetippt habe. Nachdem dieser Markt jetzt aber so kurzfristig ist, ist es einfach nicht mehr möglich, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir Fehler unterlaufen, viel zu groß, dass man es nicht mehr machen kann. Das bedeutet, unsere Plattform ist genau in der Mitte positioniert. Das heißt, hier kann ich meine Strategien hinterlegen, dafür habe ich Zeit, da kann ich in Ruhe den Markt analysieren. Sobald diese Strategie fixiert ist, kann ich diese Strategie aktivieren und die kann mir dann die bestmöglichen Gebote direkt für die Plattform erstellen, sodass ich nicht mehr manuell dazwischen eingreifen muss. Ein wesentlicher Vorteil, bedenkt man, dass alles kurzfristiger und komplexer wird. Die neue Software liefert die Daten in nahezu Echtzeit. Auf dem Dashboard sieht man den Sekundärregelenergiemarkt. Da bekommt man sehr schöne Übersicht, wie die Marktentwicklung ist, wie die aktuelle Situation ist. Hier sieht man die Preisentwicklung der letzten Monate. Hier sieht man die Merit-Order-Kurve, wo die Gebote der Größe nach geordnet sind. Und ganz wesentlich unten ist auch die Grafik, wo man sieht, wie viel Menge wird wirklich in die positive und die negative Richtung abgerufen. Teilnehmer an den Energiemärkten, also Industriekunden und Energieversorger, können so sprichwörtlich in Windeseile auf Marktpreise, Wetterdaten, Photovoltaikerzeugung, Lastflüsse sowie Kraftwerksverfügbarkeiten in ganz Europa zugreifen. Von der Innovation wechseln wir jetzt wieder zur Versorgung und diesmal geht es um das Trinkwasser. Um die Wasserversorgung in der Stadt Salzburg weiterhin reibungslos zu gestalten, werden die Pumpen in Glaneck bei Grödig modernisiert. Diese dienen dazu, dass das Trinkwasser von Glaneck bis zu den Hochbehältern am Salzburger Mönchsberg geliefert wird. Salzburgs Trinkwasser hat beste Qualität und auch das Versorgungsnetz ist lückenlos. Damit das auch in Zukunft so bleibt, wird das Grundwasserwerk Glaneck jetzt modernisiert. Neben der Erneuerung der Elektroinstallationen werden die drei Unterwassermotorenpumpen nach 30 Jahren Einsatz getauscht. Der Tausch dieser Pumpen bewirkt mehrere sehr vorteilhafte Effekte für die technische und betriebliche Anwendung. Zum einen die Sicherheit der Wasserversorgung. Durch den neuen Pumpentyp kann auch im Falle eines Stromausfalls, eines Blackouts, die Trinkwasserversorgung zu 100% für die Stadt gewährleistet werden. Für den Kunden bedeutet das, dass die gewohnte Wasserqualität in der normalen Menge, in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Energieeffizienz. Die neuen Pumpen verfügen über hocheffiziente Motoren. Diese Motoren sparen prognostiziert etwa 100.000 Kilowattstunden pro Jahr ein. Das ist nicht nur ein betrieblicher Vorteil, sondern auch ein schöner Beitrag zum Klimaschutz. Das Trinkwasser wird für ca. 170.000 Menschen im Stadtgebiet und in Randbereichen von Salzburg mittels der drei neuen Pumpen in die Hochbehälter am Mönchsberg und Kapuzinerberg gepumpt und gelangt von dort in die Haushalte. Die Brunnen hier im Grundwasserfeld in Glaneck versorgen die Stadt Salzburg, genauso wie der Brunnen im Grundwasserwerk St. Leonhard. Die Grundwasserversorgung macht etwa 90% des gesamten Wasserbedarfs der Stadt aus oder deckt diesen Bedarf. Die restlichen 10% kommen aus kleinen Quellen und Quellgruppen am Stadtrand. 12,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser benötigt die Stadt Salzburg jährlich. An Spitzentagen liegt der Verbrauch bei 45.000 Kubikmeter. Die Qualität des Trinkwassers steht für die Salzburg AG an erster Stelle. Die Trinkwasserqualität wird durch unser eigenes Trinkwasserlabor
regelmäßig überprüft in bakteriologischer und chemischer Hinsicht. Die Befunde werden der Behörde übermittelt. Zusätzlich werden im Vorfeld Online-Monitoring durchgeführt, um die eventuelle Verschmutzungen oder Probleme zu erkennen. Die Umbau- und Modernisierungskosten belaufen sich auf knapp 1 Million Euro. Dadurch kann der zuverlässige und effiziente Betrieb der Anlage auch für die nächsten Jahrzehnte wieder sichergestellt werden. Bereits zum zweiten Mal veranstaltet die Salzburg in Kooperation mit Alphason in den Osterferien einwöchige Robotercamps für Kinder ab 9 Jahre. Unter dem Motto Informatik begreifen und greifbar machen werden in kleinen Gruppen Roboter gebaut. Die Informationen dazu finden Sie wie immer gewohnt auf unserer Webseite auf www.salzburg-ag.at. Außerdem sind wir heuer wieder auf der Automesse Salzburg. Bei uns am Stand erfahren Sie alles über die Ladeinfrastruktur und Ladelösungen für zu Hause und für den Arbeitsplatz und vor allem, wie man das Ganze kombinieren kann. Sie finden uns zwischen dem 20. und 22. März im Messezentrum Salzburg in der Halle 10 in der Elektromobilitätsarea.